Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Curious Expedition. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Man hat mich auf Steam darauf hingewiesen, es war kein Fehler, dass unser Soldat verschwunden ist. Der wurde von der Mumie verflucht und wir haben es nicht gesehen. Meine Schuld. Ich glaube, wir hätten aber auch keine Schamanenhütte finden können. Ist also blödes Pech. Aber es war kein Bug, es ist tatsächlich so gedacht gewesen. Welches probieren wir aus? Glaubt, wir versuchen einfach mal unser Glück mit diesem hier. Pyramide, die gefunden werden kann. Fünfte Expedition, das heißt, wir brauchen zwei Mondsteine. So. Snarf-Rattle jagen. Ja, machen wir. Möchten wir noch jemanden rekrutieren? 1, 2, 3, 4, 5. Nein, möchten wir nicht. Dann. Mama 121. Mehr Dynamit gibt's keins. Seile möchte ich auf jeden Fall dabei haben. Machbeten. Nehmen mal zwei Fackeln mit. Ja, nehmen wir noch einen Whisky mehr mit. Dann müssten wir eigentlich gut ausgestattet sein. Tja, ein Mumienfluch. Darauf hätten wir erstmal kommen müssen. Ich mag diese Reinsegel-Animation. Die macht wesentlich mehr Sinn als das, was vorher war. So. Gut. Ein magnetischer Berg direkt an unserem Einstiegspunkt. Das ist natürlich fies. Das wird wohl eine Höhle sein. Tippe ich jetzt einfach mal so. Und wo wir schon so nah dran sind. Das ist ein Geysir. Ah, wer darf denn sein Glück versuchen? Versuch du mal dein Glück. Eine lange tote Expedition und jede Menge ist äußerst nützliches Zeug im Übrigen. Nur müssen wir jetzt leider wieder absatteln. Gut, es fehlen noch zwei komplett unbekannte Dinge und ein Berg. Den Berg finden wir hier. Wahrscheinlich noch eine Höhle. Da die Chance relativ groß ist, dass sich hier oben noch was versteckt, möchte ich einmal... Aha! Ein Überhang. Könnten wir uns ausruhen. Da. Ja, gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. Tunnel, klar. Und einmal um die halbe... Insel gereist. Höhle. Merken wir uns mal. So. Sehr schön. Hier ist wahrscheinlich noch eine Höhle. Okay, die gucken wir uns jetzt erstmal an. Beute, Kokablätter und Beeren. Versuchen wir unser Glück damit oder ruhen wir uns erstmal nochmal aus? Ich würde sagen, wir ruhen uns erstmal nochmal aus. Etwas hat gefehlt, wir wurden bestohlen, das ist natürlich ärgerlich. Wir haben keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. So. Dann greifen wir
die mal an. Dann nehmen wir auf jeden Fall eine Ladung Dynamit mit. Schade, den kann ich jetzt nicht mehr zurückholen. Weil... Es ist so schon eine Multi-Attacke. Drei Items überladen. Okay. Auf die Zähne möchte ich eigentlich nicht verzichten. Machen wir nochmal Gebrauch von den Fackeln. Sehen wir uns 10 wieder. Sind wir die jetzt los? Immer noch mit einem Slot überladen. Nein, ich wollte hier eigentlich nicht rasten. Die Pelze sind mehr wert. So wie das aussieht, kommen wir auch so hier dran vorbei. Okay, schweren Herzens verzichten wir auf die Zähne. In der Hoffnung, dass die Geysire noch ein ganz kleines bisschen mit dem Ausbruch warten. Na, was haben wir hier? Die nehmen wir mit und den Rest lassen wir liegen. Und jetzt zügig. Zwei Panther mit jeweils 10. Kriegen wir die so hin? Sollten wir eigentlich. Das wäre der eine. Dann. Betäubender Kopfstoß. Oder ein Flankenangriff. Okay. So, könnten wir uns jetzt bitte... Wie viel hat er noch? 4. So. Und wir verzichten auf... Also mein Plan sieht auf jeden Fall vor, wir laufen hier oben rum. Hier unten wird mit Sicherheit die andere, nächste Höhle sein. Genau, dich möchte ich upgraden. Oh, wir brauchen eh nur auf das Fleisch zu verzichten. Und ich würde gerne versuchen, die Elefanten mitzunehmen. Weil mit dem Dynamit sollten wir eigentlich in der Lage sein, die in schöne kleine Fetzen zu sprengen. Und hier müsste sich eigentlich ein Tempel befinden. Ob wir hier durchkommen, weiß ich allerdings nicht. Hm.
Also der Kompass scheint sich ziemlich sicher zu sein, dass wir nach da oben müssen. Gucken wir uns erstmal den Schrein an. Genau deswegen habe ich Seile mitgenommen. Quellenerschaffung. Ich habe gar nicht darauf geachtet, was Berge schossen aus dem Boden. Das ist interessant. Ändert unseren Reiseplan jetzt ein klein wenig, aber... Nein, wir greifen auf jeden Fall noch die Elefanten an. Jeweils 20, aber damit sollten wir eigentlich zurechtkommen. Eine geplante Explosion. Ein Gegenschlag. Und... Naja. Wenn mehr nicht geht. So. Versuchen wir das Ganze nochmal zu wiederholen. Da. Ja, gut, aber wir haben Erste-Hilfe-Sets. Wir können das Ganze schon auskurieren. Hier sind noch 2 und hier 6. Fleisch schmeißen wir eh weg. 4 Slots überladen. Aber machen wir jetzt mal Gebrauch von unserer Komplettheilfähigkeit. Sind wir nur noch mit 3 Slots überladen. Mal hier eine Quelle erschaffen. Das ist nicht gerade direkt auf dem Weg, würde ich sagen. Die eine Machete können wir noch wegschmeißen. Den brauchen wir auf jeden Fall. Ein klein wenig umsortieren hier. Einen Slot müssen wir noch frei machen. Auf was verzichten wir? Ich hasse solche Entscheidungen. Okay. Als nächstes gehen wir so oder so hier hoch. So ungern ich das auch tue, aber wir verzichten auf die Juwelen. So, die werden wir wohl so schnell nicht mehr sehen, die Schmetterlinge. So, einmal hier hin. Aha, eine Quelle, das ist nicht schlecht. Sehen wir mal im Dunkeln rein. Aha. Während eines paranormalen Ereignisses materialisierte ein Geist schwebend über dem Teich. Er erzählt uns über eine entfernte Region von Großbergen umgeben. Er sagt uns, dass es eine isolierte Region mit immer noch prähistorischen Tieren wäre. Er markierte uns die Expedition für den Ort für die nächste Expedition.
Okay, ehrlich gesagt hätte ich eigentlich lieber ausgeruht, aber was soll's? Einmal außen rumlaufen oder ab durch die Mitte und hier? Doch, gehen wir hier durch die Mitte. Es lebe unser Schotte. Mit Whisky ist er einfach unbezahlbar. Ein Sklavenhändler. Okay, das hier sieht relativ unpassierbar aus, wenn ich das richtig interpretiere. Handeln wir mal mit dem. Whisky ist in jedem Fall interessant. Warte, wir können im besten Fall genau damit bezahlen. Den nehmen wir auch mit. Der ist ein Vermögen wert in London. Macheten möchte ich eigentlich keine haben. Hierfür haben wir dann wieder keinen Platz, wenn wir das letzte Fell nicht drauflegen. Eigentlich Verschwendung. Aber wir brauchen. Moment, wie viel Platz brauchen wir? Brauchen einen Platz. Ne, dann können wir das so machen. Ja, passt. Dann. Ja, der zeigt jetzt natürlich auf den magnetischen Berg, aber das ist uns relativ egal. Ein Stamm wütender Eingeborener. 886. Darf ich fragen, was Ihre Konflikte sind? Naja, ich glaube nicht, dass wir eine Antwort von denen kriegen werden. Den möchte ich betäuben. Und dann würfeln wir den ganzen Haufen nochmal. Das gibt drei. Die haben wir dem rein. Beenden. Autsch. Fertig. Ein Heilpilz. Und Gucker. Unsere Erschöpfung geht eigentlich Hyänen. Also wir haben es uns offensichtlich mit den Eingeborenen schon ziemlich verscherzt. Das können wir offensichtlich gut. Ich möchte auf die Chance hin, dass das Eingeborene sind. Ja. Okay. Wiedersehen. Alles mit. Also die wollen gar nicht mehr mit uns reden, ja? Okay. Da können wir nicht lang. Ja, bleibt uns eigentlich nur noch das restliche Areal zu erkunden. Gut, wir setzen die Heilpilze für unsere Schwerstverletzten ein. Eigentlich ist keiner so schwer verletzt. Aber wir müssten so oder so irgendwas wegwerfen und von den Schätzen möchte ich eigentlich nichts über Njordan gehen lassen. Ja, Schmetterlingsphobie.
Ah, wir verpassen ihnen jetzt mal allen eine ordentliche Psychose. So, Hyänen. Möchte auf jeden Fall einmal darüber. Ja, die schicken uns noch mehr Leute hinterher. Das ist ihr gutes Recht. Wir haben schließlich ihren Grund und Boden ordentlich geschändet. Allerdings, solange wir noch Dynamit übrig haben, hören wir damit nicht auf. Komm, noch einen Schritt. So, jetzt sind wir darunter. Das? Nee, das ist nur ein normaler Schrein. Aber auch den werden wir mal ordentlich plündern. Denn hier unten müsste sich irgendwo die Pyramide verstecken. Wasser darunter. Was haben wir hier? Eine des Risses. Und einen goldenen Schädel. Nehmen wir natürlich alles mit. Okay. Dann verzichten wir jetzt auf die. Und das Ding möchte ich eigentlich nicht mehr verwenden, weil wir haben jetzt gerade so eine Wasserfontäne hinter uns her. Dann schauen wir doch mal. Ha, genau darauf hatte ich nämlich gebaut, dass die absaufen. Oh, seht mal, wie sehr der unsere Stabilität hochpusht mit seinem Level 2. Übersetzer oder... Wen nehmen wir als nächstes? Ich würde sagen, ihn. Schade, gibt uns keinen Würfel dazu. Okay. Der Kompass schwingt momentan relativ gleichmäßig aus. Neue Region. Eine Höhle, aber da haben wir nichts mehr für von. Okay. Jetzt sollte eigentlich unser Hauptziel sein, möglichst lebendig aus der ganzen Geschichte herauszukommen. Hyäne. Nochmal Hyäne. Sollte sich hier nicht irgendwo eine schwarze Hyäne aufhalten? Offensichtlich haben wir es geschafft, sie zu übersehen. So, einmal Hyänen kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Was diese beiden hier sind, keine Ahnung. Müssen auf jeden Fall von den Wasserströmen weg. Ah, ein was auch immer. Schauen wir uns mal an. Mitnehmen. Ah, noch ein Kleptomane. Leute, habe ich irgendwo was übersehen? Ich sehe hier ums Verrecken keine goldene Pyramide. Hier kann sie nicht sein. Denn das war von Anfang an eine Höhle. Dem Kompassausschlag muss die. Wir haben hier keinen magnetischen Berg in der Nähe.
Hehe. Was würde ich jetzt dafür tun, eine Fackel zu bekommen, damit wir nochmal durch diese Höhle hier unten hin können? Weil ich befürchte glatt, wir hätten hier hingemusst. Okay. Kein Weltuntergang. Zumindest kein merklicher. Erstmal hierhin und dabei im Zweifel Raptoren killen. Zwei Stück, jeweils 12 Schadenspunkte. Hier, Fass. Gehen wir auf Nummer sicher. So. Alles mitnehmen. Die können weg. Auf was verzichten wir noch? Die sind nicht so wertvoll. Okay, ein Duell müssen wir uns auf jeden Fall noch liefern. Können wir euch nicht einfach bestechen? Weil jetzt ohne Dynamit. Zwei Schamanen haben die dabei, die Hunde. Ich bin nicht geringfügig versucht, mit unserer Beute einfach nach London abzuhauen. Dann gehen uns zwar ein paar Punkte flöten. Dann haben wir aber insgesamt 6 mal Elfenbein, das sind 360. Können unsere Schätze und die Raptoren heute einfach ans Museum geben. Wollen wir nicht doch noch irgendwo eine Fackel treiben können, aber das glaube ich eher nicht. Und bis nach da unten schaffen wir es eh nicht mehr. Da müssten wir uns einmal blind durch die Höhle durchschlagen. Und selbst das ist dann noch ein Risiko. Nein, wir gehen stiften. Wie die englischen Edelmänner, die wir sind. Nee, wir stiften erstmal bis hier oben. Nur für den Fall, dass ich lieber entscheiden möchte, hier lang stiften zu gehen. Ich meine, es ist jetzt nicht die glorreichste Expedition. Wir kommen auch nicht als Erste an. Fackeln haben wir auch keine mehr. Sonst hätte ich es ernsthaft noch versucht, aber
Sonst kommen wir nicht mehr lebendig nach Hause und... Naja. Wir haben einen Punktevorsprung. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich tatsächlich deswegen abbrechen muss, weil wir die Pyramide nicht gefunden haben. Und ich würde mal drauf wetten, die Pyramide ist hier. Was uns natürlich im Nachhinein auch keinen Vorteil bringt. Weil jetzt nochmal bis da unten hin zu laufen, hätten wir zwar noch mit Mühe und Not geschafft, aber lass mal gut sein. Heldenhaft, genau. Wisst ihr, eine Definition von Erfolg kann auch sein, er hat sein gesamtes Team lebendig wieder nach Hause gebracht. Sprengstoffexperte, Schwarzmarkt, Adlerauge. Definitiv. Na, noch ist nichts verloren. Wir können immer noch ein paar Punkte einsetzen. Na, verkaufen wir. Museum. Die brauchen wir definitiv nicht, weil die letzte Pyramide ist immer mit Siegeln aufzudecken. Ich überlege sogar... so haben wir eigentlich genug Geld. Kann man das Ding ruhig ans Museum geben. So, sind wir wenigstens gleichgezogen. Ne, wir sind sogar 5 Punkte davor. Seht ihr? Hat also unterm Strich immer noch gereicht, um unsere Führungsposition zu bewahren. Und in der nächsten Expedition, die Tikitaka prähistorischen Lande, also wir haben die hier freigelegt, dadurch, dass wir halt mit diesem Geist in der Wasserquelle gesprochen haben. Dann werden wir das auch beim nächsten Mal machen. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.